Grüße, Beschwörer. Willkommen im Training für die Schlacht. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Learn LOL. Wir schauen uns heute die Summoner Spells in der Season 4 an. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese Änderungen so tief in den Spielflow eingreifen werden, aber es ist tatsächlich der Fall. Die Summoner Spells in der Season 4 werden einiges möglich machen und vieles vollkommen umkrempeln. Wir werden uns jetzt nach und nach die einzelnen Spells genauer anschauen und das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Fangen wir einfach mal mit Ghost an. Ghost skaliert nun insgesamt besser ins Endgame. Dies liegt an mehreren Faktoren. Zum einen wird die Abklingzeit in den späteren Spielverlauf hinein reduziert. Zum anderen erhöht Ghost nun nicht mehr dein Basic Movement Speed, sondern multipliziert dein gesamtes Movement Speed um 20%, welches sich natürlich auch durch Items, Fähigkeiten, Runen und Masteries zusammensetzen kann. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Champion spielt, der sein Bewegungstempo durch Fähigkeiten erhöhen kann, wie zum Beispiel Hekarim, Skarna oder Udyr, dann wird auch diese zusätzliche Geschwindigkeit durch Ghost hoch multipliziert. Außerdem verleiht einem Ghost nun 75% erhöhtes Bewegungstempo in der ersten Sekunde nach der Aktivierung von Ghost. Dadurch kann es nun mit Flash in Hinsicht auf Gap Closer, also schnelles Herankommen an Gegner, durchaus konkurrieren. Der Schaden von Ignite skaliert nun in Abhängigkeit zur Spieldauer, somit macht Ignite am Anfang weniger Schaden. Außerdem wird das hier während der Dauer von Ignite aufgedeckt. Durch diese Änderung kann Ignite nun auf andere Arten eingesetzt werden. Es ist nun nicht mehr so stark bei Early Game Engages oder First Bloods, allerdings kann man nun das Ziel, falls es durch Flash oder ähnlichem aus der Sichtweite gerät, zum Beispiel durch eine Caitlyn oder Nocturne Ulti ausschalten. Man kann es nun also nicht nur als Finisher nehmen, sondern außerdem, um den Finisher selbst zu landen. Wir alle kennen diese Situation, wenn der Gegner mit Ignite auf sich aus der Sichtweite oder in einen sicheren Bereich rennt und wir gebannt auf dem Bildschirm starren, betend zu Gott, dass er wohl sterben möge. Da kann man jetzt noch einen Blau hinterher setzen und den Kill holen. Außerdem kann man Gegner wie Twitch oder Evelynn mit Stealth Mechanics viel besser chasen, selbst wenn sie unsichtbar werden. Bei Exhaust sind die Veränderungen nun ein bisschen simpler. Die verursachte Attack Speed Verringerung wurde nun von 50 auf 30% reduziert. Im Gegenzug dazu wurde allerdings die Skalierung des verringerten Movement Speeds erhöht. Dieser Teil skaliert nun von 30 auf bis zu 45% verringertes Lauftempo. Dadurch können Champions gezielter im Endgame gefokust werden, wohingegen die Abschwächung des Gegners insgesamt nachlässt. Exhaust zielt nun wohl eher aufs Chasen ab oder aufs Kiten, aufs Peelen, wie auch immer, als auf die Damage-Reduktion selbst, wobei 30% immer noch eine durchaus große Zahl ist. Ihr benötigt nun ein Ziel, um Heal anzuwenden. Wenn ihr Heal auf euch selbst anwendet, dann wird außerdem der nahestehendste Verbündete geheilt. Die Reichweite wurde um 50% erhöht, wodurch es nun auch mehr Anklang in Teamfights finden sollte. Die Abklingzeit wurde von 300 auf unglaubliche 180 Sekunden reduziert, also fast um die Hälfte. Somit ist es nun auch eine gute Option für Supporter in Lanes, die ansonsten wenig Sustain in die Lane selbst bringen würden. Hinzu kommt, dass das Bewegungstempo der geheilten Ziele für eine Sekunde um 30% erhöht wird. Wenn man hier nun den neuen Multiplikator von Ghost und die 75% erhöhtes Movement Speed in der ersten Sekunde von Ghost mit einbezieht, kann ich mir einen Top-Lane-Bruiser mit Heal und Ghost sehr gut vorstellen. Extremer Gap Closer oder guter Sustain auf der Lane und sehr gutes Kontern von Ganks durch die lange Top Lane. Also hier auch mehrere Optionen möglich. Die Abklingzeit von Teleport wurde nun auf 180 Sekunden verringert, wenn ein verbündeter Turm anvisiert wurde. Allerdings wurde die Abklingzeit auf 300 Sekunden erhöht, wenn der Teleport abgebrochen oder interrupted wurde. Das heißt, dass Teleport nun eine gute Variante gegen Split Push darstellt. Allerdings ist jetzt die Entscheidung, wie man Teleport anwendet, schwieriger. Wenn man zum Beispiel einen Teamfight joinen will oder eine Lane gankt oder wie auch immer, ist es natürlich gut, wenn dies in einer direkten Nähe, zum Beispiel auf Wards oder Minions geschieht. Allerdings kann man nun die verringerte Abklingzeit nutzen und zu einem in der Nähe befindenden Tower teleportieren, wodurch man weniger Abklingzeit hat, allerdings länger braucht, um in den Teamfight zu engagen. Man muss nun also abwägen, ob es das Risiko wert ist oder nicht. Somit wird wohl mehr Dynamik in die Anwendung von Teleport kommen. Bei Clans gibt es nur eine Veränderung, aber die hat es in sich. Wenn man Clans nun erfolgreich anwendet, also einen bewegungseinschränkenden Effekt entfernt, wird eine Schockwelle erzeugt, die nahe Gegner leicht zurückschlägt. Dieser Effekt wurde leider noch nicht in dem PBE implementiert, allerdings stelle ich ihn mir wie in etwa die Auswirkung des Q-Spells von Vi vor oder der kleine Harass von Thresh. Dadurch können nun vermutlich Kombos von Alistar, Leona, Riven etc. unterbrochen werden. Sehr interessant.
Es wird nun also auch abseits von Heavy-CC-Teams angewendet werden, da zum Beispiel ein AD-Carry nun sehr, sehr, sehr viel leichter disengagen kann. Wie schon letzte Woche angesprochen, wurde die Abklingzeit von Smite auf 40 Sekunden reduziert. Das heißt, smiten, smiten, smiten und nochmal smiten. Jedoch wurde der Damage sehr stark genervt und skaliert nun nicht mehr ins Endgame. Somit wurde der Jungler-Pool vergrößert, da es nun Jungler mit geringerer Cleartime am Anfang leichter haben werden. Buffs und Dragons können nun nahezu immer contestet werden, da immer eigentlich Smite up sein sollte. Allerdings sind die Steals, spätestens beim Baron, sehr schwierig wegen dem geringen Damage, sodass nun Cho'Gath, Nunu oder Nasus eher eine Gefahr darstellen sollten als ein Jungler mit Smite. Clarity und Revive wurden nun komplett von der Kluft der Beschwörer entfernt. Revive wird fortan nur noch auf Dominion verfügbar sein und Clarity in der heulenden Schlucht. Somit setzt Riot einen Schlussstrich unter die immer mehr und mehr abgedrängten Summoner-Spells in der Kluft der Beschwörer. Clairvoyance, Barrier und Flash bleiben bis dato unangerührt und werden wohl auch so in die Season 4 eintreten, wie wir sie aus der Season 3 kennen. Bei Clairvoyance bin ich mit der Einführung der Schmuckstücke, speziell der Lupe, fest davon ausgegangen, dass, genauso wie Clarity und Revive, Clairvoyance komplett von der Kluft der Beschwörer entfernt wird. Es macht aber den Anschein, dass dies nicht der Fall sein wird. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Falls an Flash, Clairvoyance oder Barrier noch was geändert wird, werde ich das hier mit einer YouTube-Anmerkung anmerken. Zusammengefasst sind die Änderungen äußerst spielauswirkend. Man hat nun mehr Alternativen. Zum Beispiel ist hier nun ein denkbarer Spell in der Botlane oder in Verbindung mit Ghost auf der Top. Außerdem kann Ghost nun etwa genauso wie Flash als Gap Closer verwendet werden und bietet gleichzeitig noch andere Vorteile. Flash wird weiterhin mit die beste Option für Engages und Disengages darstellen, allerdings ist es nicht mehr das Nonplusultra. Ein anderer Gedanke macht Exhaust nun äußerst effektiv zum Kiten oder Peelen. Für Melee als auch für Range Carries. Ignite bleibt weiterhin eine sehr gute Wahl, wenn ihr eine Kill Lane plant. Außerdem wird es mehr attraktiv auf der Duo Lane sein. Ich habe das vorhin ja mal mit Beispielen von Caitlyn angefügt. Genauso könnte es mit Ashe, Draven, Corki oder Ezreal laufen, wobei Ashes Ulti ja eher zum Engagen dient. Generell kann man sagen, dass man die verfügbaren Summoner Spells nun besser auf das jeweilige Spiel falten, sowie jeden Champ, ja sogar auf jede mögliche Gegebenheit im Spiel beider Teams abstimmen kann. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wäre cool, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Und ansonsten sehen wir uns bald hoffentlich wieder. Das war wieder eine weitere Runde Let's Learn LoL mit eurem Hand of Blood. Bis dann.